2020 könnte ein richtig gutes Jahr für Shooter-Fans werden. Und das nicht nur im Big-Budget-Bereich. Abseits ganz großer Marken erscheinen über das Jahr einige vielversprechende Shooter, die ganz bestimmte Fan-Nischen ansprechen. Beispielsweise Oldschool-Fans, Taktikfreunde oder VR-Enthusiasten. Deswegen stürzen wir uns direkt in die Materie. Hier sind alle vielversprechenden Shooter, die für 2020 entweder offiziell bestätigt oder zumindest sehr wahrscheinlich sind. Retro-Shooter sind gerade voll im Trend. Proteus ist, was Doom Eternal wäre, wenn es den Retro-Look von damals beibehalten hätte. Ein extrem schneller, blutiger Oldschool-Shooter, in dem ihr mit Schrotflinte gegen Aliens kämpft, Secrets in den umfangreichen Leveln findet und euch ganz aufs Kerngeschäft eines guten Shooters konzentriert. Ein konkretes Release-Datum gibt's noch nicht. Irgendwann 2020 soll es soweit sein für PC, PS4, Switch und Xbox One. Und um gleich im selben Themenfeld zu bleiben, nach einer Verschiebung erscheinte Doom Eternal, der Nachfolger des 2016er Doom Reboots, am 20. März 2020 für PC, Switch, PS4 und Xbox One. Auch hier bleiben die Entwickler ihren Wurzeln treu. In opulenter Grafik wird geballert, zersägt und verprügelt, bis kein Dämon sich mehr aus der Hölle wagt. Diesmal übrigens auch auf der Erde. Neu ist ein Fokus auf Platforming-Passagen und natürlich wird sich auch an Gegner- und Ballervielfalt einiges erweitern. Im März 2020 erscheint doch tatsächlich ein neues Half-Life. Allerdings nicht der lang ersehnte dritte Teil, sondern ein VR-Ableger. Half-Life Alyx spielt zwischen Half-Life 1 und 2. Ihr schlüpft in die Haut von Alyx Vance und kämpft gegen die diktatorischen Combine und für das Überleben der Menschheit. Und gleich nochmal Half-Life. Seit über einem Jahrzehnt wird an Black Mesa gearbeitet. Ursprünglich als Mod konzipiert, ist das Ding mittlerweile ein eigenständiges Spiel, auch wenn sich die Grundidee nie geändert hat. Black Mesa versteht sich als Remake von Half-Life 1 in der Source Engine von Half-Life 2. In der Early Access Version könnt ihr Black Mesa jetzt bereits spielen. Im Frühjahr 2020 soll auch das letzte Gebiet, der Alien-Planet Xen, die Beta verlassen und die Vollversion damit fertig sein. Zugegeben, in Dying Light 2 wird gar nicht so viel geballert, weil ich in dieser Zombie-Postapokalypse eher mit Knüppeln, Äxten und Klingen kämpfe. Oder dank super cooler Parkour-Fähigkeiten auf den Dächern rumhopse. Trotzdem leben in diesem Open-World-Epos viele Shooter-Tugenden. Das besondere Schmankerl wird aber die offene Spielwelt, die sich je nach Entscheidungen in der Story drastisch verändern soll. Release ist im Frühling 2020 für PC, PS4 und Xbox One. You're the reason to close my eyes. Auch Chernobylite ist kein klassischer Shooter wie Doom, auch wenn es jede Menge Knarren, Ego-Perspektive und ziemlich gefährliche Feinde gibt. Aber tatsächlich geht es mehr um das Überleben an einem der tödlichsten Orte der Welt, der verstrahlten Zone von Tschernobyl. Um eure Freundin zu retten, reist ihr in die Vergangenheit zum Zeitpunkt des Tschernobyl-Unglücks und entdeckt die Mysterien dieser verstrahlten Welt. Story-Entscheidungen, cleveres Item-Management und strategisches Vorgehen stehen im Zentrum von Tschernobylite. Wer damals Stalker mochte, dürfte 2020 auf PC, Xbox One und PS4 also Grund zur Freude haben. Ein konkretes Release-Datum gibt's allerdings noch nicht. Okay, I'm stuck in that hole. Ready or Not bedient eine Nische, die lange kein Shooter mehr zufriedenstellend ausfüllen konnte. Ein geistiger Erbe der alten SWAT und Rainbow Six Spiele zu sein. Statt als Pistolero wild rumzuballern, zählt in diesem Taktik-Shooter strategisches Vorgehen. Wer Gegner mit einem gut geplanten Zugriff überrascht, Blendgranaten durch die Tür wirft und sich mit seinen Kollegen abspricht, muss teils nicht mal eine Kugel abfeuern. Ready or Not enthält Solo- und Koop-Kampagne sowie einen PvP-Multiplayer. Das Spiel erscheint im vierten Quartal 2020 für PC, vorher steht eine Beta an. Wer die 110 € teure Supporter Edition kauft, kann jetzt bereits in die Alpha reinschnuppern, aber das ist auch ein ordentlicher Batzen Geld. How's Overwatch enjoying our city? It's beautiful. Wer hätte das gedacht? 2020 erscheint tatsächlich ein Nachfolger von Overwatch auf PS4, Xbox One und PC. Overwatch 2 versteht sich als eine Art Kombipaket. Alle PvP-Komponenten, also Modi, Karten, Helden, erscheinen sowohl in Teil 1 als auch in Teil 2, sind also quasi kombiniert ein einziges Produkt. Für Overwatch 2 exklusiv ist lediglich der neue Koop-Modus, in dem ihr gemeinsam gegen finstere Bedrohungen vorgeht. So kann's gehen. Ursprünglich war der Zombie-Koop bloß ein saisonaler Modus in Rainbow Six Siege, Anfang 2020 wird daraus aber ein eigenes Spiel.
In Rainbow Six Quarantine tretet ihr gemeinsam mit zwei Freunden gegen Horden von Infizierten an, die sich wie im guten alten Left 4 Dead in unterschiedliche Gegnertypen aufspalten. Manche halten extrem viel aus, andere sind extrem schnell. Schon damals beim Outbreak-Event war das eine launige Sache. Warten wir mal ab, was Quarantine noch oben drauf packt. Neben FIFA ist Call of Duty eine der wenigen Serien, die immer noch jedes Jahr erscheint. Auch 2020 rechnen wir mit einem neuen Call of Duty und Insidern zufolge hat das bereits einen Namen. Treyarch werkelt angeblich an Black Ops 5. Ob sich das wie Black Ops 4 wieder ganz auf Multiplayer konzentriert oder wie Modern Warfare eine Singleplayer-Kampagne einbaut, wissen wir noch nicht. Aber Activision wird es sich sicherlich nicht nehmen lassen, im Herbstgeschäft 2020 den Auftakt von PS5 und Xbox Series X mit einem Next-Gen-COD zu zelebrieren. Viel wissen wir noch nicht über das neue Halo, aber die paar Infos machen zumindest neugierig. Halo Infinite setzt die Story des Vorgängers fort, versteht sich jedoch als eine Art Soft Reboot. Der Master Chief soll anders als in Teil 5 wieder stärker im Vordergrund stehen und ganz generell sollen die Stärken von früher wieder glänzen können. Ohne Zweifel soll Halo Infinite Microsofts großer Knall zum Launch der Xbox Series X werden. Ende 2020 geht die Party wahrscheinlich los, natürlich auch auf dem PC. Früher waren Singleplayer-Kampagnen in Shootern der Star der Show. Der Shooter 13 bot 2003 satte 34 Level, in denen ihr euch durch eine spannende Agentengeschichte quer über den Globus schießt. Die Comic-Optik sollte euch dabei nicht abschrecken, denn unter der Haube ist 13 ein wirklich herausragender Shooter, der ab und zu auch Schleichen und alternative Wege erlaubt. Die Story erinnert dabei stark an den ersten Jason Bourne-Film. 2020 bekommt der Klassiker eine Neuauflage, die die Stärken von einst auf alle aktuellen Konsolen bringen soll. Atomic Heart lässt sich ganz gut als Soviet Bioshock bezeichnen. In einer alternativen Historie landet ihr in einer Sowjetunion mit retrofuturistischem Einschlag, müsst gegen entstellte Kreaturen, Roboter und andere Gefahren bestehen, euch Waffen craften und so weiter. Ursprünglich sollte das Spiel schon 2019 rauskommen, ein konkretes Release-Datum für 2020 gibt's jetzt immer noch nicht, aber immerhin wissen wir, dass Atomic Heart für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Die Serious Sam-Serie ist genau wie ihr Titelheld, eindimensional, aber launig. Damals ballerten wir Hundertschaften von Aliens über den Haufen und 2020 tun wir das wieder in Serious Sam 4 Planet Badass. Die Level sollen deutlich größer ausfallen als im Original, allerdings betonen die Entwickler explizit, dass Serious Sam 4 kein Open-World-Spiel wird. Das lineare Feeling der Klassiker soll aufrechterhalten werden, nur eben modernisiert für ein aktuelles Publikum. Ein Release-Datum steht noch aus, wir rechnen aber für 2020 fest mit einer PC-Veröffentlichung. Hellbound ist ein weiterer PC-Retro-Shooter und bleibt in vielen Punkten sehr nah an Doom. Auch hier kämpft ihr gegen Dämonenhorden, umgeben von feuriger Lava. Anders als beim 2016er Doom ist auch der Look trotz 3D-Technik nah an damals, ebenso das Movement. Wer 2020 also wie damals mit Shotty und Nahkampfwaffe auf die Jagd gehen möchte, muss nicht zwangsläufig auf Doom Eternal setzen. Anders als bei Doom Eternal gibt's hier allerdings noch kein exaktes Release-Datum. Ihr könnt allerdings in der Early Access-Version schon einen Survival-Modus spielen. Und wieder Retro. Wrath Aeon of Ruin ist nicht nur schwierig auszusprechen, sondern es bleibt ebenfalls nahe an Klassikern wie Hexen, Doom und Co. Es versetzt euch in ein Gruselszenario mit allerlei Horrorgetiers und gibt euch wunderbar wuchtige Knarren an die Hand. Die doppelläufige Schrotflinte ist hier bloß ein Highlight unter vielen. Beispielsweise gibt's einen sogenannten Fangsplitter, der in ultraschnellem Tempo Bolzen verballert und einen unheimlichen Bums erzeugt. Tja, ja. Ich will mich bei diesen Retro-Shootern nicht die ganze Zeit wiederholen, weil ihr ja seht, was Wrath Aeon of Ruin ausmacht und all die anderen auch. Eine Besonderheit gibt's allerdings, das Spiel ist jetzt bereits im Early Access verfügbar. Die Vollversion für alle Konsolen kommt im Sommer 2020. Die Sniper-Serie nahm schon immer einen besonderen Platz innerhalb der Shooter-Landschaft ein. Für viele Gelegenheitszocker muss man viel zu langsam vorgehen, Enthusiasten entdecken aber genau hierin den Reiz der Sniper-Serie. 2019 wurden Sniper Elite 5 und Sniper Elite VR angekündigt. Wirklich handfeste Infos gibt's zwar noch nicht, beispielsweise ist unklar, ob Teil 5 auch wieder eine Open World bekommt, aber mit ein bisschen Glück erfahren wir bald mehr und mit ein bisschen mehr Glück erscheint zumindest eines der beiden Spiele noch 2020. Bright Memory ist ein bisschen kompliziert.
Eine Early Access Version einer ersten Episode ist bereits erschienen und war eine ziemliche Leuchtfackel. Kurz, hell und wunderschön. Mit einem beeindruckenden Mix aus Ballereien, rasantem Movement, spektakulären Effekten und brachialem Nahkampf. Das chinesische Spiel wurde von nur einer Person entwickelt. Die Weiterentwicklung dieser ersten Episode wurde dann aber eingestellt, weil der Entwickler von der positiven Resonanz und den Verkaufszahlen so positiv überrascht wurde, dass er jetzt ein größeres Gesamtspiel machen möchte, Bright Memory Infinite. In einer futuristischen Großstadt des Jahres 2036 kämpft ihr als Spezialagentin gegen übernatürliche Phänomene. 2020 soll Infinite auf PC in den Startlöchern stehen. Indie-Entwickler The Astronauts mag vielen von euch vielleicht kein Name sein, doch eine Sache kann das Team: unfassbar gut aussehende Spiele machen. Schon 2014 gelang das mit The Vanishing of Ethan Carter, damals noch als reinrassiges Adventure, das mit Fotogrammetrie echte Fotoaufnahmen in virtuelle Umgebungen verwandelte. Witchfire enthält deutlich mehr Action als Vanishing of Ethan Carter. Hier wird geschossen, gegruselt und bestaunt, denn bereits in den ersten Trailern sehen die Umgebungen einfach nur gut aus. Wann wir uns in die Dark-Fantasy-Welt stürzen können, steht derzeit noch nicht fest. Irgendwann 2020 soll es erstmal nur auf dem PC dann soweit sein. Disintegration gehört definitiv zu den originellsten Shootern in dieser Liste. Und das nicht nur, weil das Spiel von Marcus Leto, also einem der Urväter hinter Halo und Destiny, entwickelt wird. Nein, der Shooter mixt seine Ballereien ausgerechnet mit strategischem RTS-Gameplay. Ihr befehligt nicht nur den Piloten eines Schwebegleiters in einem Science-Fiction-Krieg, sondern auch Truppen auf dem Boden. Dabei steuert ihr aber immer nur den Piloten, könnt aber wie in einem Taktik-Shooter Kommandos verteilen. Die Story soll eine große Rolle spielen, neben dem PvP-Multiplayer gibt es auch eine Kampagne. Ich freue mich aber vor allem auf die kreativen Zerstörungs-Sandboxes, die durch dieses Strategiezeugs entstehen dürften. Disintegration erscheint irgendwann 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Auch Fans von Horror-Shootern können 2020 auf dem PC Grund zum Grusel bekommen. Scorn beeindruckte in bisher gezeigten Szenen vor allem durch seine groteske Optik. Die Monster- und Umgebungsdesigns wurden unter anderem von HR Giger inspiriert, dem Schöpfer des weltberühmten Ridley Scott Alien. Auch in Scorn begeben wir uns in furchterregend fremde Umgebungen und steuern ein menschenähnliches Wesen ohne Haut. Klar soweit? Die Entwickler wollen dieses Gefühl von ins Unbekannte geworfen erzeugen. Bisher ranken sich rund um Scorn also vor allem Fragen. Wie wichtig wird das Schießen im Spiel? Worum geht's in der Geschichte wirklich? Und kommt es denn nun 2020? Denn offiziell steht ein Release-Datum noch aus. Weltkriegsshooter gab es über die Jahre ja so einige und auch Battlefield 5 kämpft 2020 nach wie vor um die Beliebtheit bei den Fans. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Enlisted ist ein Online-Multiplayer-Shooter, der in Zusammenarbeit mit den Machern von War Thunder entwickelt wird. Das Spiel will euch nicht einfach in Ballerarenen werfen, sondern bemüht sich um ein echtes Schlachtgefühl. Realismus, taktisches Vorgehen, Teamarbeit sind wichtiger als ein hoher Killcount. Gerade weil jede Kugel tödlich ist und die Teamgrößen sehr üppig ausfallen. Die Entwickler betonen, dass sie erreichen wollen, was den meisten Zweiter Weltkriegsspielen misslingt, dass sich beide Teams wirklich um die strategischen Ziele des jeweils abgebildeten Konflikts bemühen, statt einfach nur Feinde abzuknallen. Dass Enlisted 2020 erscheint, ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern. In den letzten Monaten ist es bedenklich still um das Projekt geworden, warten wir also mal ab. Verlassen wir mal den Zweiten Weltkrieg und springen zu was Bunterem. In Journey to the Savage Planet bereist ihr als Astronaut einen bisher unerkundeten Planeten und guckt, was dort so geht. Anders als etwa in Scorn erwarten euch keine mordlüsternen Kreaturen aus Clive Barker-Albträumen, sondern kuriose Küken und allerlei knalliges Getiers. Journey to the Savage Planet soll laut der kanadischen Entwickler ein optimistisches, unterhaltsames Spiel werden, das euch für einige Stunden in eine fremde Welt entführt. Release ist der 28.01.2020 für PC, PS4 und Xbox One. Earthbreakers lässt Fans des uralten Command & Conquer Renegade 2020 zumindest auf dem PC aufjubeln. Und das nicht nur, weil es von Petroglyph entwickelt wird und damit tatsächlich von Command & Conquer Entwicklern stammt. Nein, Earthbreakers verfolgt auch einfach eine coole Idee. Wie wäre es in einem Strategiespiel, die Bodeneinheiten zu steuern? Aus der Ego-Perspektive und mit Gewehr in der Hand sichert ihr eure Rohstoffsammler, greift die gegnerische Basis an und arbeitet im Team, um das gegnerische Team auf die Bretter zu schicken. Der PvP-Multiplayer-Shooter im geistigen Erbe von Renegade, der auf einer zerbrochenen Erde spielt, ist für 2020 angekündigt. Ein konkretes Datum gibt's aber noch nicht.
Auch Boundary ist ein Multiplayer-Shooter, allerdings in den Weiten des Weltraums. Als schwer bewaffneter Astronaut liefert ihr euch in einer Raumstation taktische Gefechte mit dem feindlichen Team. Eine Besonderheit des Spiels ist neben der Schwerelosigkeit der Fokus auf taktische Munition. Ihr könnt selbst bestimmen, welche Muni ihr in welcher Reihenfolge in euren Clip packt. So kann eine Salve mit EMP-Kugeln starten und mit panzerbrechender Munition enden, um bestimmte Loadouts der Feinde auszukontern. Geplanter Release für PC und PS4 ist März 2020. Heutzutage redet kaum noch wer drüber, aber die Hongkong-Actionfilme von John Woo waren vor 30 Jahren der absolute Renner. Über die Jahre gab es immer mal Shooter, die diesen einzigartigen Stil aufgriffen, Max Payne beispielsweise oder Stranglehold. 2020 will Maximum Action eine ebenso rasante Achterbahnfahrt aus Ego-Perspektive bieten. In den Leveln ballert ihr aus allen Rohren, jeder Gegenstand reagiert physikalisch auf euer Tun, Gegner fliegen durch die Luft, ihr wechselt vom Sprung in den Slide, in den Dropkick auf die Doppelpistolen und. Und das Geschehen geht ähnlich wie bei Superhot nur dann weiter, wenn ihr euch selbst bewegt. Das Spiel ist jetzt bereits im Early Access verfügbar, 2020 steht die Vollversion für PC an. Und last but not least reden wir mal über ein Ego-Spiel, das kein Shooter, sondern ein Rollenspiel wird, aber doch viele Shooter-Elemente enthält und ach, wir nehmen Cyberpunk 2077 einfach mal in diese Liste hier mit auf. CD Projekts neues Mega-Epos erscheint am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One und versetzt euch wahlweise als männlicher oder weiblicher Söldner wie in die Cyberpunk-Metropole Night City, wo ihr euch einen Namen macht. Die Story steht im Vordergrund, Ballern ist immer nur eine Lösung unter vielen. Aber wenn es denn mal heiß hergeht, soll auch das Schießen mit allen möglichen Pistolen, SMGs, Sturmgewehren und Granatwerfern viel Freude bereiten. Warten wir mal ab, ob sich das bewahrheitet. Puh, das war eine ganz schön lange Liste. Falls ihr trotzdem noch Titel habt, die unbedingt hier reingehören, schreibt uns doch in die Kommentare. Und falls ihr generell mehr über Spiele 2020 wissen wollt, schaut doch mal in unser Geheimtipps-Video rein oder gebt euch das Video der größten Blockbuster 2020 und lasst gern ein Abo da.